Herzlich willkommen zurück, liebe Game Dev Freunde, zu einem weiteren Part des Dark Season Gems 2023. Ich schieb das Kaffee mal zur Seite, es lugt in den Bildschirm rein. So ist besser. Heute spielen wir Der Fluch von Alkenfahrt. Ich spreche das so richtig aus. Vom Hotzenplotz. Ich mag die Hotzenplotz-Spiele, weil die immer so ein richtig, richtiges Retro-Feeling mit sich bringen. Gerade so für mich, ganz viel Nostalgie dabei. Weil das alles so in der RPG Maker 2003 Grafik gehalten wurde und das sind persönlich so meine Anfänge mit dem RPG Maker. Und deshalb liebe ich diese Optik einfach und das ist jetzt glaube ich das dritte oder vierte Spiel, was ich gembedingt von ihm spiele und ich freue mich tierisch, was hier heute passieren wird. Wir lesen einmal die Beschreibung des Spiels vor. Der Soldat Wolfram kommt nach einem 10 Jahre währendem Krieg in seine Heimat zurück, die gerade von einem Fluch heimgesucht wird. Wolfram entschließt sich, der Ursache des Fluchs auf den Grund zu gehen. Das Spiel ist eine interaktive Geschichte, in der eure Entscheidungen den Ausgang bestimmen. Okay. Interaktive Geschichte mag ich sehr gerne. Ich probiere da immer so charaktergetreu wie möglich zu antworten. Also nicht das, was ich machen würde, sondern das, was meiner Meinung nach der Charakter machen würde. Wir sind mal gespannt, in was für ein Szenario wir hier geschmissen werden und welche Möglichkeiten wir so haben. Wir. Okay, mit dem Knopf bestätigen wir. Ich spiele halt mit dem Controller und es war jetzt dieser da oben zu bestätigen. Er sieht nicht gesund aus. Spiel von Calvin. Ich habe gerade Hotzenplotz gesagt, so heißt er halt im Forum. Aber eigentlich ist es der gute Calvin. Theobald, die Dorfwache. Täuschen mich meine alten Augen, oder bist das wirklich du, Wolfram? Deine Augen täuschen dich nicht. Ich bin zurück. Es freut mich, dich bei bester Gesundheit zu sehen, Minjung. Und wie ich mich erst freue. Wir alle haben gedacht, dass du im Krieg gefallen wärst. Den Himmel sei Dank haben wir uns geirrt. Du kannst stolz auf dich sein. Du hast viel für deine Heimat geleistet. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich weiß, nicht jeder hat dich verstanden. Aber ich sage, du hast das Richtige getan. Danke, das denke ich auch. Sag, hat das Wintersonnenfest schon begonnen? Nein, du kommst gerade richtig. Es ist in 3 Tagen. Auch wenn kaum jemand zum Feiern zumute ist. Noch jemand gestorben? Sei unbesorgt, ist schon lange her, das Alkenfurt. Es ist Alkenfurt. Das ist ein U im Namen. Warum? Ach. Für mich sah das aus wie Alkenfahrt. Jetzt mit Alkenfurt macht natürlich viel mehr Sinn. Ich entschuldige mich zutiefst. Alkenfurt. Natürlich, natürlich. Sei unbesorgt, es ist schon lange her, dass Alkenfurt einen Bewohner verloren hat. Oh, ich muss hier wieder reintappen. Das, was uns gerade den Schlaf raubt, ist dieser dunkle Schleier des Unglücks, der schon seit vielen Monaten über dem Dorf schwebt. Der Weizen war in diesem Jahr besonders kränklich. Nicht so kränklich wie sonst, der ist eigentlich immer kränklich, aber dieses Jahr war er besonders kränklich. Das Vieh gibt immer häufiger saure Milch. Die Hühner legen nur noch winzige Eier. Und Lev findet kaum noch Wild. Einige glauben, dass Alkenfurt verflucht wurde. Im Laufe des Spiels musst du Entscheidungen treffen, die oft, aber nicht immer, Einfluss auf die Handlung nehmen. Wichtige Entscheidungen werden, sofern Hilfssymbole eingeschaltet sind, mit einem Ausrufezeichen markiert. Hilfssymbole. Ich glaube nicht an Flüche. Sie gehören in die Welt der Märchen. Dann gibt es jemand, der Alkenfurt schaden will, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlecht um das Dorf steht.
erstmal schwer einzuschätzen. Wir wissen von Wolfram erstmal sehr wenig. Ich habe keine Ahnung, ob er an Flüche glaubt oder nicht. Aber das sind. Also. Ich weiß nicht, was er durchgemacht hat. Wir bleiben erstmal neutral, würde ich sagen. Das klingt erstmal schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schlecht um das Dorf steht. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Fluch brechen können. Hast du denn vor, länger in Alkenfurt zu bleiben? Solange, wie es mir möglich ist. Ich habe genug von der Welt gesehen. Das ist gut. Es freut mich. Du musst mir unbedingt erzählen, was du alles erlebt hast. Das werde ich. Aber zunächst möchte ich mit meinen Eltern sprechen. Sie werden sicher überglücklich sein, dass du gesund und munter bist. Kannst du mit Escape oder X das Menü aufrufen, um dort das Spiel zu speichern, dir die aktuelle Aufgaben anzeigen zu lassen. Hilfssymbole an- und ausschalten sowie das Spiel beenden. Alternativ kannst du auch mit der Taste S das Speichermenü direkt aufrufen. Die Hilfssymbole zeigen dir die wichtigen Entscheidungen und die aktuellen Ziele an. Okay. Hilfssymbole sind an. Okay, Tag 1. Speichern. Wir speichern mal. Direkt hier. Okay. Also, wir sind doch. Ach. Ich nehme an, das da oben ist ein Hilfssymbol. Das ist gut, dann umgehen wir das erstmal und gucken uns erstmal so ein bisschen um. Das Haus vom Schmied Siegbrand, der zusammen mit seinem Sohn Toll war, vor allem Werkzeuge herstellt. Okay. In diesem Haus lebt der Jäger Lev. Die Tür ist abgeschlossen. Die Frage ist halt, wie linear das Ganze ist. Haus gehört dem Tischler Hilmar. Wir bleiben mal linear an der Sache dran. Ich gucke noch so ein bisschen. In diesem Haus lebt die Näherin Arnhild. Okay, er kennt noch alle. Martin malt das Getreide von den Feldern, legt Gemüse ein und pökelt das Fleisch vom Vieh. Die Tür ist abgeschlossen. Das Anwesen vom reichen Kaufmann Berghold. Er betreibt in seinen vier Wänden einen Laden und eine Kneipe. Okay, alles klar. Also, wir haben gar keine andere Möglichkeit. Guide, oder? Wir haben noch nicht alles erkundet. Nein, wir bleiben mal straight. Ich würde sagen, wir bleiben mal straight forward und gehen mal hier unsere Eltern besuchen. Das Haus von Wolfram und seiner Familie. Ich bin zurück, Vater. Himmel sei Dank, du lebst! Wolframs Mutter Gerlinde. Wir dachten, du wärst im Krieg gefallen. Geht es dir denn gut, mein Sohn? Du bist doch nicht verletzt, oder? Mehr als ein paar kleine Narben habe ich nicht davongetragen. Warum hast du uns nicht mehr geschrieben? Beinahe 7 Jahre hast du uns im Dunkeln gelassen. Deine Mutter war krank vor Sorge, die auch einen Judentag faller. Ich wollte euch immer schreiben, aber ich konnte es nicht. Der Krieg hat sich schnell ins Land des Feindes verlagert. Wem hätte ich die Botschaft denn übergeben sollen? Hättest uns das alles ersparen können, wenn du nicht in diesen sinnlosen Krieg gezogen wärst. Und ist Wolfram doch wieder da, Johann? Wer weiß wie lange. Nachher zieht er morgen schon wieder los. Der Krieg ist vorbei, Vater. Ich habe genug vom Blutvergießen. Ich habe mir geschworen, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen. Okay, das merken wir uns mal. Das ist ein schöner Vorsatz. Du bist doch bestimmt hungrig, oder? Willst du nicht mit uns essen, so wie damals? Ich mache dir dein Lieblingsgericht. Kohlrollen. Die isst du immer so gerne. Mach dir keine Umstände, Gerlinde. Oh, Fallen ist sauer. Das ist wirklich nicht nötig. Ich will es aber. Ich muss nur rasch den Kohl kaufen. Den habe ich nicht mehr hier. Das kann auch Wolfram machen, wenn er uns schon wieder auf der Tasche liegen will. Boah, Alter, der ist seit 10 Jahren... Wieder da, ne, seit 10 Jahren. Und Vater sagt, der schon wieder. Der will uns ja wieder auf der Tasche liegen, ja, oder was, ja, kannst du keine Briefe schreiben, oder was, dir kannst du Porto nicht leisten, oder was, ja, willst du jetzt ja noch was zocken, oder was? Wahnsinn, wie kann man so angefressen sein? Ich werde den Kohl selbst bezahlen. Hat Berghold immer noch den Laden? Leider. Seine Preise steigen jedes Jahr. Ich wünschte, ein anderer Kaufmann würde sich im Dorf niederlassen. Ich werde sofort zu ihm gehen, wenn ich meine Sachen verstaut habe.
Frage ist, bleiben wir jetzt hier? Also bleiben wir jetzt bei unseren Eltern? Ich weiß ja nicht, wie alt wir sind, ob wir, wo wir gegangen sind, noch bei unseren Eltern gewohnt haben. Ja doch, es stand ja das Haus von Wolfram und seiner Familie und da sind halt auch drei Betten, okay. Ich möchte auch Arnhild und Tolva aufsuchen. Ich habe die beiden vermisst. Okay. Wir haben, haben wir jetzt hier irgendwas verstaut? Ist hier irgendwas geändert? Wir haben unseren Umhang abgelegt. Wolframs Schwert, das in 10 Jahren gute Dienste geleistet hat. Okay, wir haben hier oben noch ein Schwert zu liegen. Also das haben wir jetzt offensichtlich da abgestellt. Seht euch ja mal an, wie gut das aussieht, oder? Diese schöne Holz, diese Holztextur. Ich mag das. Komm, Vater, noch irgendwas zu sagen? Das ist ja der Mutter nicht zu sagen, aber... Ach, danke, Vater. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich richtig vermisst. Hättest du nicht... Meine Aufmerksamkeit kurz weg. So, ihr habt nichts verpasst. Ich bin direkt wieder hier. Ach, mir fällt ein Stein von Herzen. Es ist ja Wurm drin in meiner Aufnahme. Ist ein Regal oder ist das eine Falltür? Hier geht's jetzt zum Keller. Es geht jetzt zum Keller, okay. So. Okay. Ah ja. Gut, wir gehen erstmal die anderen beiden besuchen, bevor wir zum Händler gehen. Wolfram, bist das wirklich du? So sehr habe ich mich doch gar nicht verändert, oder hältst du mich für einen Geist? Um ehrlich zu sein, habe ich das für einen Moment gedacht. Ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, darauf gebe ich dir mein Wort. Ja, das merke ich jetzt auch. Bitte vergib mir, dass ich so reagiert habe, aber als du deinen Eltern und mir nicht mehr geschrieben hast, haben wir alle gedacht, dass du im Krieg gefallen bist. Ja, das verstehe ich. Ich danke dem Himmel, dass du zurückgekommen bist. Ich wollte euch schreiben, aber ich konnte es nicht. Wie ist es in den 10 Jahren ergangen? Der Krieg hat viel länger gedauert, als ich dachte. Unwichtig, wir fragen, wie es dir geht. Du hast wahrscheinlich viel mehr zu erzählen als ich. Du weißt doch, wie das in solchen abgelegenen Dörfern ist. Nie ändert sich was. Aber Mädchen, das ist genau das, was ich hören möchte. Ich habe im Krieg gedient, 10 Jahre. Ich habe so viel Blut und Verderben und Eingeweide gesehen. Ich möchte unbedingt wissen, dass du eine Schneiderei betreibst. Also einfach nur 10 Jahre lang Klamotten gehäkelt hast. Das ist doch eine tolle Geschichte. Ich muss dir etwas sagen. Ich habe geheiratet. Das ist gut. Ich verstehe das. Es sind immerhin 10 Jahre gewesen. Wer ist denn der Glückliche? Tolva? Es war Kai. Ah? Kai ist vor einem Jahr gestorben. Ein Eber hat ihn bei der Jagd aufgespießt. Oh, das tut mir leid. Ich möchte dir alles erzählen, aber nicht jetzt. Lass uns morgen darüber reden. Ja, natürlich, das muss erst mal sacken, dass ich wieder da bin. Hol sie dann, Kai! Ich krieg ihn. Kann froh sein, dass der Eber ihn erwischt hat. Würde ich ihn jetzt erwischen? Ich würde mit dir gerne über die 10 Jahre sprechen, was du erlebt hast, was ich erlebt habe. Aber ich brauche noch etwas Zeit. Ja, ist vollkommen klar. Stellt euch das mal vor, kommt ihr 10 Jahren wieder aus dem Krieg. Die Leute denken alle, ihr seid tot. Die sind alleine schon mit der Tatsache, dass ihr wieder da seid, so hemmungslos überfordert. Wie man selbst ja auch. Ne? Wenn ihr in ein Dorf wieder zurückkehrt und ihr habt die Leute 10 Jahre nicht gesehen, kommt da mal hin. Und ihr seht die alle wieder, ihr würdet ja nicht sagen, kommt ihr, bringt mal Kasten Bier rüber, wir sitzen uns mal hier in die Ecke, weil ein bisschen Schnäppel ist und schnacken mal. Nee, auf keinen Fall, du musst erstmal die Lage checken, ne? So, wer bist du denn? Ich hab deinen Namen schon vergessen. Siegbrand, toll, was war da? Dass ich das schon lese. Jan, der Mörder ist zurückgekehrt. Das ist... Nein, du hast recht. Oh Gott, schön. Nein, du hast recht. Ich habe getötet. Ich bereue so einiges, was ich getan habe, aber hätte ich es nicht, dann würde ich jetzt nicht vor dir stehen. Niemand hat dich gezwungen, in den Krieg zu ziehen. Es war meine Pflicht als Bürger des Reiches. Ich habe es für Alkenfurt, für euch getan. Nein, du hast es für dich getan. Ich meine dich, wenn du auch nur versuchst, Tolva für dieses verfluchte Herz zu gewinnen. Redest du da, Alter? Für wie leichtgläubig hältst du mich? Ich lasse mir nichts einreden. Komm mit. Rötter auch. Du hast den Krieg wirklich überlebt. Weißt du, wie zäh ich bin? Ich hab trotzdem nicht mal damit gerechnet, dass du zurückkommst. Dachte, du hättest längst ins Gras gebissen. Warum bist du zurückgekommen? Alkenfurt ist meine Heimat.
Auf einmal? Damals hat es dich ja anscheinend nicht gekümmert, was aus deiner Heimat wird, wenn du nicht mehr da bist. Ich bin in den Krieg gezogen, weil mir Alkenfurt so viel bedeutet. Ich wusste nicht, dass es 10 Jahre dauern würde, den Feind zu schlagen. Ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet, mich irgendwo anders niederzulassen. Die Frage, sind wir so richtig verbittert oder wir bleiben mal reserviert? Ich wusste nicht, dass es 10 Jahre lang dauern würde, den Feind zu schaffen. Ah, toll war. Du bist eben einfältig gewesen. Das war ich, habe ich dir damals schon gesagt. Du wusstest doch gar nicht, was dich erwartet. Ja, das war wahr. Ich wusste nicht, dass du es mir so übel nimmst, dass ich gegangen bin. Du warst erst dagegen, aber dann hast du es akzeptiert und nie wieder etwas gesagt. Wir waren damals noch halbe Kinder. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, bis mir klar wurde, wie sehr du dem Dorf fehlst. Aber genug damit. Ich habe noch Arbeit zu tun. Lass uns ein andermal darüber sprechen. Meinetwegen. Kida scheint auch angefressen zu sein. Nicht jetzt, ich habe zu tun. Du wirst aus Torvar kein Mörder machen, das sage ich dir. Weltkrieg ist längst zu Ende, Siegbrand. Dann findet ihr Soldaten eben einen anderen Grund, um zu morden. Okay, krass. Krass. Also gemischte Gefühle hier im Dorf. Ziemlich übel. Ich guck mal noch, wie oben großartig weitergeht. Nee, erstmal nicht. Ich brauche mal Kohl. Jo, okay. Haltet gut aus. Sehr gegrüßt, werter Kunde. Warum so förmlich? Erkennst du mich nicht wieder? Warte, du kommst mir tatsächlich bekannt vor. Du bist es, der Sohn von Johann und Gerlinde, der in den Krieg gezogen ist. Ich muss gestehen, dass ich die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, dich lebend wiederzusehen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass du es diesen schrecklichen Krieg überlebt hast. Und ich muss dich loben. Du hättest Alkenfurt den Rücken kehren und dich in einer der großen Städte niederlassen können. Aber du bist zurückgekehrt. Deine Eltern können deine Hilfe auf den Feldern gut gebrauchen. Sie sind nicht mehr die Jüngsten, wie du weißt. Besonders jetzt, in dieser dunklen Stunde. Du meinst diesen Fluch. Du hast also schon davon gehört. Hast du einen Verdacht, wer hinter dem Fluch stecken könnte? Nein, aber ich glaube nicht, dass Geister für ihn verantwortlich sind, sondern ein sterbliches Wesen. Doch nun habe ich dich lange genug aufgehalten. Du willst sicher was kaufen. Was brauchst du? Einen Kohl, bitte. Was mir gerade so ein bisschen als Hintergrundinfo fehlt, was ich mir ganz gerne wünschen würde, ist, in was für einer Welt wir hier gerade leben. Gibt es in dieser Welt, also sind wir in einer historisch angehauchten Welt? Also sind wir im Low-Basic-Szenario oder sind wir in einem High-Fantasy-Szenario? Also, wenn es jetzt um den Fluch geht, gibt es Magie in dieser Welt, dann ist es für mich als Wolfram realistischer, dass ich an Magie glaube, als in einer Welt, wo Magie nur Aberglaube ist. Das wäre noch eine Sache, die fände ich jetzt interessant. Er hat mich gerade von Geistern gesprochen. Okay. Das war jetzt quasi alternativ. Hä? Erland, der Dorfschulze. Da bist du ja. Warum sind die alle so alt? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet. Theobald hat mir erzählt, dass du bleiben willst. Ja, ich werde erstmal wieder bei meinen Eltern leben. Das ist gut. Alkenfurt kann zwar helfende Hände sehr gut gebrauchen. Aber weißt du denn schon, womit du dir dein Brot verdienen willst? Wirst du auf den Feldern deiner Eltern arbeiten? Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass du eines Tages mein Amt übernimmst, wenn meine müden Knochen nicht mehr wollen. Ich meine, du warst 10 Jahre weg und als du gegangen bist, warst du ein Kind. Es spricht nichts dafür, dass du qualifiziert wärst, aber die anderen sind einfach noch älter. Du bist abgesehen von mir der Einzige, der an der Waffe ausgebildet wurde. Okay, das ist ein Argument. Irgendjemand muss Alkenfurt doch beschützen. Wir nicht. Wir werden die Waffe nicht mehr ergreifen. Ich glaube nicht, dass ich der Richtige für diese Aufgabe bin. Ich habe 10 Jahre eine Waffe getragen, das ist lange genug. Ich hoffe, dass es noch sehr lange dauert, bis jemand dich ablösen muss. Nein, wir tragen keine Waffe. Das machen wir nochmal deutlich. Man muss sich meine Waffe schon mal benutzen. Du weißt doch, wie friedlich es hier ist. Denn du wirst schon etwas Geeignetes finden. Sag mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Ja, mach doch dein Amt erstmal alleine. Du bist doch noch gar nicht tot.
Und ich bin gerade mal einen Tag hier. Schmeckt's dir denn? Ja, ich habe deine Kohlrollen vermisst. Das freut mich. Ich habe gehört, dass die Ernte nicht gut war und dass ein Fluch dafür verantwortlich sein soll. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ist etwas mit den Feldern? Wann scherzt du dich um unsere Felder? Jana, falsche Stimme. Hab ich schon immer getan, Alter. Dann wärst du nicht gegangen. Boah. Es tut mir leid, dass ich euch mit der Arbeit alleine gelassen habe. Ich habe in den 10 Jahren ständig an euch und meine Heimat gedacht. Ich hätte Angst um euch und alle anderen aus dem Dorf. Deswegen musste ich gehen. Nehmen wir das. Auch wenn Daddy uns das nicht glaubt. Im Krieg? Ha! Das glaubst du doch selber nicht. Du hattest genug damit zu tun, um dein Leben zu kämpfen. Ich werfe dir nicht vor, dass du an der Front nicht an uns gedacht hast. Ich werfe dir vor, dass du überhaupt gegangen bist. Ach, nun lass doch mal gut sein, Johann. Ändern kann man ja doch nichts mehr. Ich hätte Hilmar darum gebeten, einen unserer Stühle wiederherzurichten. Du kannst dich nützlich machen und ihn abholen. Ist jetzt irgendwie schon ein Tag vergangen, wir haben andere Klamotten an. Ich hole den Stuhl, damit wir nicht reden. Hey Mama, was geht? Dein Vater wird dich eines Tages verstehen. Verlange ich gar nicht. Ich verlange gar nicht, dass er mich versteht. Menschen zu verstehen, ist nämlich gar nicht so einfach. Ich verlange aber, dass er als mein Vater meine Entscheidung akzeptiert. Das ist viel wichtiger. Sei gegrüßt, Hilmar. Ich komme wegen unserem Stuhl. Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen. Ich hol den Stuhl. Oh, wen haben wir denn da? Oh, er trägt den Stuhl richtig, wie cool. Sei gegrüßt. Ich grüße dich. Das ist Odilia. Sie lebt mit mir zusammen. Das ist Wolfram, der Sohn von Johann und Gerlinde. In welcher Stadt wohnst du? Alkenfurt ist meine Heimat. Ich war nur lange nicht da. Er hat im Krieg gekämpft. Hier ist er ausgegangen. Das ist eine coole Sache. Ich muss sagen, ich finde diese eine Frage gerade ziemlich cool. Nee, wir merken ja schon bei anderen Sachen so die Andeutung. Sie wissen halt überhaupt nicht, wie es ausgegangen ist. Es ist der Krieg. 10 Jahre Krieg. Und in diesem Ort wissen sie nicht mal, wie der ausgegangen ist. Wie auch. Es gibt ja kein Telefon, kein Internet, kein Botendienst, wenn nicht gerade einer durchreitet und sagt, höret, höret, der Krieg ist vorüber, wir sind noch nicht tot. Dann wissen die nicht mal, dass der jetzt zu Ende ist. Das finde ich schon funny. Das gehört zum Setting, das passt gut rein. Das sind nette kleine Details. Ne? Wir haben den Feind besiegt. Gut zu wissen. Eine Sorge weniger. Ja, der Stuhl. Danke. Ich mache mich dann wieder auf den Weg. Das war's? Was ist passiert? Lev wurde von einem Wolf angefallen. Das war kein Wolf. Das war ein Monster. Ist er denn schwer verletzt? Himmel sei Dank nicht. Aber was alles so beunruhigt, ist die Wunde. Sie war gefroren. Um die Wunde geht es doch gar nicht. Hast du nicht gehört, was Lev gesagt hat? Der Wolf ist schwarz wie die Nacht, als wäre er ein Schatten. Dahinter muss die Fremde stecken. Wilfried, glaubst du, dass sie den Wolf beschworen hat? Was sonst? Hier gibt es sowas nicht, in der ganzen Gegend nicht. Ich habe es euch ja immer gesagt, sie steckt hinter diesem Fluch. Die Fremde? Oh. Sie meinen Odilia, sie lebt neuerdings mit Hilmar zusammen. Ich habe sie schon kennengelernt. Glaubst du das, was sie sagen? Oh shit, glaubst du das, was sie sagen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich mag die Überblenden, weil das die Geschichte einkürzt. Dadurch, dass es doch recht linear ist, erspart es uns, also mir persönlich, ewiges Rumgelaufen, um zu gucken, ob irgendwo vielleicht doch noch was ist. Aber hätte mich jetzt gefreut, wenn ich jetzt, also es scheint Zeit zu vergehen. Ich weiß, wie lange wir jetzt schon hier sind. Das wäre noch irgendwie ein interessanter Punkt. Wenn wenigstens hier oben in der Ecke kurz stehen würde, keine Ahnung, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Tag 1, 2, 15, irgendwas in die Richtung, das fände ich noch nett. Ich will mit Lev über diesen Wolf reden. Er sollte in Agnes Haus sein.
Okay. Hat andere reden. Okay. Was hast du jetzt vor? Entschuldigung, dass ich die Treppe runterkomme. Ich will mit Lev reden. Er wurde gestern von einem Wolf angefallen. Meine ich das nicht? Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Du hast nie einen Beruf gelernt. Du könntest uns vor diesem unsäglichen Krieg auf den... Was? Du könntest uns wie vor diesem unsäglichen Krieg auf den Feldern mit dem Vieh helfen. Aber wir werden nicht jünger. Eines Tages werde ich nicht mehr arbeiten können. Wer sagt, dass Berghold dann die Felder und die Scheune verpachtet? Ich habe gehört, dass einige Bauern von außerhalb schon bei ihm angefragt haben. Oh, angefangen. Was ist zu tun, wenn er sich für jemand anderen entscheidet? Um Almosen betteln? Deine Waffe für Geld verleihen? Ich glaube, dass ich den Ertrag auf den Feldern vergrößern kann. Dann hat Berghold gar keine andere Wahl. Ich habe im Krieg gelernt, auf einigen Beinen zu stehen. Wie sonst hätte ich diesen Albtraum so viele Jahre überleben können? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde zurechtkommen. Das Reich hat versprochen, die ehemaligen Soldaten zu unterstützen. Wie machen wir das? Unsinn! Du verstehst nichts von der Landwirtschaft. Du wirst einen Bauern mit Jahrzehnten an Erfahrung niemals das Wasser reichen können. Noch können deine Mutter und ich die Felder bestellen und das Vieh mästen. Aber es wird der Tag kommen, an dem du für dich selbst sorgen musst. Bereite uns keinen Kummer. Geh keiner schädlichen Arbeit nach. Das werde ich nicht. Darauf kannst du Gift nehmen. Du weißt ja gar nicht, was ich gelernt habe. Vielleicht habe ich ein paar richtig krasse Bauern getroffen, während ich hier im Krieg war. Hat dein Vater schon mit dir gesprochen? Hast du den nicht gehört? Ja, gerade eben. Wir machen uns große Sorgen um dich. Weißt doch, wie alt wir schon sind. Weißt du, wie alt wir schon sind? Dein Vater ist nicht so rüstig wie Theobald. Ein paar Jahre noch und dann muss er die Felder und die Scheune aufgeben. Hast doch gar nichts gelernt, mein Junge. Was wird denn aus dir? Ich habe Angst, dass du als Söldner endest. Ich verspreche dir, dass ich nie wieder zur Waffe greifen werde. Ich würde eher von Almosen leben, als für Geld zu töten. Ich möchte nie wieder einem Menschen Schaden zufügen. Ich bereue das, was ich im Krieg tun musste, zutiefst. War der Krieg denn so schrecklich? Oh, Wolfram, wärst du doch nur in Alkenfurt geblieben. Ich wollte dir keine Vorwürfe machen. Deine Mutter versteht dich doch. Nein, du verstehst mich nicht, aber du akzeptierst mich. Ich meine es doch nur gut mit dir. Ich weiß, und dafür bin ich dir dankbar. Mann, hier schneit's auch nur, ey. So, wo ist denn das Haus von Legends Kirche? Hupala. Tag 2. Da steht ja die Tag. Stimmt, das wurde uns am Anfang auch gesagt. Ah, das ist das besagte Haus. Da waren wir noch nicht. Das Haus der Heilerin Agnes. Achso, das erste Mal war umsonst. Du bist wieder zurück. Hast du Wunden davon getragen, die versorgt werden müssen? Nur ein paar Schnittwunden, die schon verheilt sind. Dann bist du wegen Lev hier. Ja, kann ich mit ihm reden? Das muss Lev entscheiden. Hör zu. Hey, wie geht's dir denn? Gut, die Wunde tut nicht mal weh. Trotzdem lässt Agnes mich nicht gehen. Weil es nicht normal ist, dass die Wunde nicht schmerzt. Mein Arm wird schon nicht abfallen. War das wirklich ein Geist? Der Abdruck der Zähne ist der eines Wolfes, aber kein Wolf kann Erfrierungen verursachen. Normalerweise würde ich annehmen, dass Lev nach dem Biss eisiges Wasser auf die Wunde gegossen hat. Ich bin doch kein Trottel. Aber er beteuert, dass es ein Schattenwolf war. Wie sah der Wolf denn aus? Er war pechschwarz, eben wie ein Schatten. Und dunkler Rauch kam aus ihm raus. What? Er hatte zwei glühende weiße Augen. Das war kein Tier. Einige glauben, dass der Wolf von Odilia beschworen wurde. Weiß nicht, kann sein. Diese Frau ist schon komisch. Ich halte das für Unsinn. Es gibt keine Hexen. Und woher kommt denn dieser Wolf? Ich weiß es nicht, aber ich kenne mich mit Geisterwesen auch nicht aus. Ich werde dann mal wieder gehen. Werd schnell wieder gesund. Wirst du diesen Wolf jagen?
Bin mir noch nicht sicher. Ich will Lev erst gehen lassen, wenn ich mir sicher bin, dass die Wunde nicht schlimmer wird. Das macht Sinn. Ich glaube, Wunden, die nicht schmerzen, das ist echt übel. Hier mit Theobald und Hilmar über den Wolf reden. Und Arnhild und Tolva sollte ich auch nochmal aufsuchen. Wir fangen mal mit Arnhild und Tolva an. Weil ich glaube, dass das so ein bisschen optional ist. Hey, Tolva. Ist nichts Besseres zu tun, als mich von der Arbeit abzuhalten? Brauche ich eine Einladung, um einen alten Freund zu besuchen? Einen alten Freund. Also habe ich Berghold gefragt, ob er mir ein Buch über das Färben besorgen kann. Was willst du denn färben? Die Kleider natürlich. Ach, die sitzen da zu dritt irgendwo am Tisch. Ja, ich fand es immer schade, dass die Kleider, die Mutter und Vater gemacht haben, nur grau in grau waren. Hätte nicht gedacht, dass dir die Arbeit so eine Freude macht. Ich habe den Laden nicht übernommen, weil Mutter und Vater es so gewollt hätten. Ich nähe gern. Ich verstehe. Ich frage mich gerade, passiert das gerade? Na, die waren doch noch Kinder, als Wolfram gegangen ist. Oder wie, oder was, oder wo? Verstehe nicht. Ich würde die Schmiede vom Alten sofort verkaufen. Du bist eben faul. Bin ich faul. Ich finde die Arbeit nur fade. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich gehe in die Berge, suche mir eine Goldader und werde reicher als Berghold. Ha, träum weiter. Wenn es hier eine gäbe, hätte sie jemand schon längst gefunden. Wir haben alle nicht gut genug gesucht. Na klar. Was mit dir? Machst du weiter, wenn deine Eltern nicht mehr da sind? Lange will ich nicht warten. Ich werde die Felder und die Scheune in ein paar Jahren übernehmen und dann mache ich alles viel besser als Vater. Er hält ja nichts vom neuen Kram, wie er sagt, aber ich glaube, dass wir den Ernteertrag der Felder, deutlich steigern können. Wenn es mit der Goldader nichts wird, kannst du mich ja bei dir arbeiten lassen. Ha, nie im Leben, bist du faul. Ah, schön. Kenne ich das nicht mehr? Weiß nicht. Aber so viel wert war dir die Freundschaft ja nicht. Du hast sie für ein kleines Abenteuer aufgegeben. Man gibt eine Freundschaft nicht auf, nur weil man eine Zeit lang weggeht. Ich musste es tun. Tolva. Nein, du wolltest es tun. Vater hat schon recht. Du hast es für dich gemacht. Ich habe nicht verlangt, dass du dein Leben für mich wegschmeißt. Auch Arnhild nicht. Ich hatte ja Selbstzweifel. Vielleicht hätte ich nicht gehen sollen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ich war damals zu blauäugig. Das steht außer Frage. Ich habe nicht mal ansatzweise gewusst, was für Schrecken mich im Krieg erwarten. Aber falsch war es nicht. Jeder von uns muss nur auf sein Herz hören. Ist eine sehr schöne Antwort. Die Entscheidung musst du schon mir überlassen. Arnhild, du, das ganze Dorf, ihr liegt mir alle am Herzen. Es war meine Pflicht, euch zu beschützen. Oh, die beiden sind gut. Das ist mir zu lapidar. Wir bereuen mal richtig. Ich weiß, dass du es aus Überzeugung getan hast. Trotzdem war es falsch. Wir hätten dich hier gebraucht. Vor allem Arnhild. War's das? Ich muss weitermachen. Nein, aber ich lasse dich erstmal in Ruhe. Arnhild ist auch so ein furchtbarer Name. Mit mir reden? Ja, lass uns nach draußen gehen. Da ist jetzt sogar ein Mantel übergezogen. War cool. Das Dorf hat sich in den 10 Jahren kaum verändert. Beständigkeit ist eine der Stärken von abgelegenen Dörfern. Ja, und darüber bin ich froh. Das Alkenfurt, das ich die ganze Zeit vermisst habe, war das Alkenfurt von damals, aus meiner Erinnerung. Wenn ich meine Heimat nicht mehr wiedererkannt hätte, wäre es für mich schwer zu schlucken gewesen, das denke ich auch. Es ist nicht alles beim Gleichen geblieben. Erinnerst du dich an mein Versprechen? Als wäre es gestern gewesen.
Macht euch abmarschbereit, Rekruten! Bitte, pass auf dich auf. Mach dir keine Sorgen. Ich lass mich doch nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Barbaren abmurksen. 6 Monate für die Ausbildung und 6 Monate, um diesen Krieg zu gewinnen. Dann bin ich wieder... Oh, er wollte nur ein Jahr weg sein. Das weißt du doch gar nicht. Na, ich werde selbst dafür sorgen. Du bist kein Held aus den Sagen, Wolfram. Sei dir da mal nicht so sicher. Es geht los. Es geht. Ich verspreche dir, dass ich auf dich warten werde, egal wie lange es dauern wird. Ich habe das Versprechen gebrochen. Mache dir keine Vorwürfe. Ich verstehe das. Du musstest davon ausgehen, dass ich nicht mehr lebe. Es sind 10 Jahre, Alter. Ich kann es mir trotzdem nicht verzeihen. Anfangs war ich noch voller Hoffnung. Aber nachdem die Botschaften in deine Eltern nicht mehr kamen, verlor ich sie immer mehr. Alle glaubten, dass du gefallen wärst, und irgendwann tat ich es auch. Ich habe für Kai Leder gefärbt, und dann kamen wir uns mit der Zeit näher. Ich habe es dir nicht gesagt, aber als du das Dorf verließ, hatte ich mich darauf eingestellt, dich und meine Heimat nie wieder zu sehen. Jawohl, wie grauenvoll wollen sie denn sein? Das Dorf zu verlassen fiel mir schwerer, als ich zeigte. Dein Versprechen hat mir Kraft gegeben. Wir beide wussten damals nicht, was es bedeutet, so lange voneinander getrennt zu sein, wie schwer es sein würde, die Einsamkeit zu ertragen. Ja, ich glaube, wir nehmen das. Ja, das stimmt wohl. Wir beide waren unbedarft. Wir waren ja noch halbe Kinder. Es fällt mir immer noch schwer, darüber zu reden. Kannst du mir noch etwas Zeit geben? Natürlich, so viel du brauchst. Er hatte ja gute 10 Jahre Zeit, um darüber nachzudenken, wie diese Begegnung aussehen wird. Margret? Das verlorene Kind ist zurück. Ja, keine Ahnung, wer von euch beiden ist Margret? Hat der Kriegers hier ein Monster gemacht? Ich denke, dass ich noch einen Teil meiner Menschlichkeit behalten habe. Das ist gut, das ist gut. Nicht, dass du noch jemanden erschlägst. Blutrünstig sind hier viele. Die Geister klagen und alles verdirbt. Das Geil von der Gesinde schreit nach Rache. Hast du den Wolf heulen? Seine Stimme macht alle rasend. Kümmer dich nicht um sie. Margret ist schon lange geistig umnachtet. Wir kümmern uns mal um sie. Riechst du das? Der Geruch von Blut liegt in der Luft und er wird immer kräftiger. Kitten. Was hältst du von Nevs Geschichte? Glaubst du, dass dieser Wolf tatsächlich ein Geisterwesen ist? Ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber ich möchte Nev Glauben schenken. Geben tut es Geister ganz bestimmt. Ich habe schon einige Geschichten über sie gehört. Leider weiß ich nicht, was man gegen sie tun kann. Hat man dir beim Herr beigebracht, wie man Geister bekämpft? So unmenschlich unsere Feinde auch waren, am Ende waren es doch nur Menschen. Ich weiß über Geister leider genauso wenig wie du. Dann werde ich wohl den Grafen um Hilfe bitten müssen. Sag, Wolfram, hast du über das, was ich gestern gesagt habe, nochmal nachgedacht? Meine Knochen werden nun mal immer müder. Lange kann ich dieses Amt nicht mehr ausüben. Verdammt, nicht der Dorfschulze hat uns das gestern gefragt, sondern Theobald, der Dorfwächter quasi. Und ich habe wahrscheinlich in dem Gespräch die Textboxen verwechselt. Das macht ja schon viel mehr Sinn, als dass er Dorfschulze wird. Würde mich sehr freuen, wenn du an meine Stelle trittst. Ich habe mir geschworen, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen. Das verstehe ich. Nach all dem, was du im Krieg erlebst hast. Aber wer weiß, wie lange es dauert, bis der Graf jemanden zu uns schickt. Wir wären schutzlos. Würde Alkenfurt auch ohne Waffen beschützen? Zur Not würde ich wohl zur Waffe greifen. Ich bin mir sicher, dass Berghold jemanden anwerben würde. Oh. Also ich würde es ja so ziehen, dass er nie wieder die Waffe gegen einen Menschen erhebt. Aber gegen Monster und so schon. I don't know. Die Aussage finde ich blöd. Schon eine von den beiden sein. In ganz größter Not.
Vielleicht. Nein, ich will konsequent bleiben hier. Das weiß ich doch. Ich will deinen Edelmut auch nicht in Frage stellen. Denk nochmal drüber nach. Der Druck, no pressure, es ist Tag 2. Speichern. Es ist Tag 2. Und er will jetzt schon, dass ich mich entscheide. Alle wollen, dass ich mich schon entscheide. Was geht hier? Ach ja, hier ist wieder Hilmar. Was brauchst du? Eigentlich nichts. Ich will mit dir über den Wolf sprechen. Was die Leute sagen, ist Unsinn. Ich weiß, aber ich glaube, Lev, dass der Wolf kein Wesen aus Fleisch und Blut ist. Es muss ein Waldgeist sein. Waldgeister gab es hier schon immer. Ja, aber dass Waldgeister Menschen anfallen, kenne ich nur aus Sagen. Und gesehen habe ich auch noch nie einen. Jesa ist halt anders. Was kann Odilia dafür? Sie hat niemand etwas getan. Trotzdem verdächtigt sie jeder. Nicht jeder. Woher stammt sie denn? Ich weiß es nicht. Sie redet nicht viel über sich. Deswegen ist sie aber noch lange keine Hexe. Sie spielt mir nichts vor. Ich vertraue ihr. Auch nicht wegen Odilia gekommen, sondern wegen dem Wolf. Ich will wissen, warum er hier ist. Vielleicht gibt es einen Weg, ihn auszutreiben. Ich sollte die Vorwürfe ausräumen. Solange ihre Schuld nicht bewiesen wurde, ist sie unschuldig. Dave. Glaubst du im Geschwätz also doch? Warum wird Odilia überhaupt verdächtigt? Nur weil sie eine Fremde ist? Ja, genau deswegen. Habe ich das nicht gemeint? Moment. Ich glaube, ich muss das mal neu starten. Habe ich das wieder nicht richtig gelesen? Ich muss langsamer lesen, glaube ich, Leute. Glück habe ich gerade gespeichert. Weil er tut es so, als hätte ich ihn angegriffen. Beziehungsweise Odilia angegriffen. Solange ihre Schuld nicht bewiesen wurde, ist sie unschuldig. Ich finde das halt so wichtig. Okay. Ich dachte jetzt, ich hätte vielleicht mich verlesen, weil diese Antwort finde ich jetzt nicht so ganz passend. Du glaubst, Single Schwätzer, also doch? Nein. Warum wird Odile überhaupt verdächtigt? Nur weil. Jetzt habe ich das nicht gemeint. Verstehe dich ja. Ich weiß, wie es ist, wenn jemand grundlos schlecht von einem denkt. Siegbrand hält mich für einen Mörder. Gib nichts drauf. Er hat noch nie einen Krieg erlebt. Die anderen haben geglaubt, dass der Feind Alkenfurt nie erreicht. Sie wollten es glauben. Niemand sollte dir einen Vorwurf machen. Ich wäre mit dir gegangen, wenn mein kaputtes Knie nicht wäre. Danke. Es ist gut zu wissen, dass mich jemand versteht. Er ist hier. Wir wehen das Haar. Das ist übertrieben animiert. Das ist ein Augenblick Zeit. Ich möchte mit dir über den Wolf reden. Folgt mir. Das ist es. Nicht mehr hallo, nichts gar nicht, einfach nur folgt mir. Immer lassen wir mal da stehen, er muss es nicht hören. Verdächtigst du mich? Nein, du bist keine Hexe. Danke. Gibt keine Hexen. Menschen besitzen keine Zauberkräfte. Aber den Wolf gibt es. Lev hat sich die Geschichte nicht nur ausgedacht, da bin ich mir sicher. Er hat einen Geist des Waldes gesehen. Denke ich auch. Doch warum hat der Geist Lev angegriffen? Das kann ich dir nicht beantworten. Nun gut, dann werde ich euch nicht länger stören. Ist schon ein bisschen sass, wie sie spricht, ne? Wir stören mal doch weiter. Ein Geist des Waldes kann nicht erschlagen werden. Du solltest nicht versuchen, ihn zu jagen. Sie weiß mir schon wieder ein bisschen zu viel. Sag Bescheid, wenn ihr diesen jungen Wolf jagen wollt. Ich werde euch helfen. Diesen jungen Wolf? Nee, diesen Wolf jagen wollt. Was lese ich denn heute? Was ist los mit mir? Ich werde erstmal nach Hause gehen. Okay, gehen wir erstmal nach Hause. Der Vater irgendwas zu meckern. Du bist nochmal bei Hilmar gewesen. Ja, ich habe mit ihm über den Wolf gesprochen. Nur mit ihm? Auch mit Odilia. Soll sie das den Weg gehen? Sie hat einen schlechten Ruf. Glaubst du das, was die anderen über sie sagen? Nein, aber das tut nichts zur Sache. Ihr Ruf wird auf dich abfärben, wenn du dich mit ihr abgibst.
will nur wissen, was mit dem Wolf und dem Fluch auf sich hat. Irgendjemand muss doch irgendwas tun. Seit wann liegt dir Alkenfurt so am Herzen? Alkenfurt hat mir schon immer viel bedeutet. Hättest du dem Dorf geholfen, hat nicht den kriegslüsternen Adligen. Boah, leg mal eine andere Platte auf, Dad. Wenn wir nicht in den Krieg gezogen wären, würde es Alkenfurt nicht mehr geben. Du hast diese Barbaren nicht erlebt, mit ihnen kann man nicht reden, sie hätten euch alle getötet. Der Gedanke, dass Alkenfurt in ein Flammenmeer untergehen könnte, hat mir so manche schlaflose Nacht bereitet. Ich weiß nicht, ob der Feind unser Dorf hier erreicht hätte, aber dass die Möglichkeit bestand, war für mich Grund genug. Ich wollte das Dorf nie so lange verlassen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es 10 Jahre dauern würde, den Feind zu schlagen. Wir müssen den Faller nicht mit Fakten kommen. Der ist faktenresistent. Und ich will auch nicht mich mit den Fakten befassen. Die Geschichte ist vorbei, der Krieg ist durch, ich bin jetzt hier. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ja, hast wohl recht. Du warst einfältig. Ich hoffe, dass du daraus gelernt hast. Hast genug für deine Ideale gekämpft. Warum gleich wieder in den Krieg ziehen? Weil unsere Heimat in Gefahr ist. Dieser Fluch wird nicht von alleine aufhören. Ich werde nicht untätig dabei zusehen, wie das Dorf untergeht. Du willst doch nicht etwa dieses schreckliche Ungeheuer jagen, oder? Nein, ich denke nicht, dass der Wolf erlegt werden kann. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich hatte schon Angst, dass du dich gleich wieder in Gefahr begibst. Nur der Himmel weiß, wie lange dein Vater und ich noch leben werden. Eines Tages musst du auf eigenen Füßen stehen. Herr Gott! Kannst du es denn auch? Wieso sind die so darauf versessen, bald abzukratzen? Ich bin seit 2 Tagen wieder hier. Müssen wir permanent über den Tod reden? Können wir nicht was anderes machen? Ich bin nicht mehr der 16-jährige Junge von damals, Mutter. Ich war im Krieg oft auf mich alleine gestellt. Doch ganz gleich, wie düster die Umstände waren, ich fand einen Ausweg. Der Krieg hat mich stark gemacht. Hör auf, vom Krieg zu reden! Das würde ich so gerne glauben, aber es fällt mir nicht leicht. Ich merke doch, dass du noch immer so ungestüm bist. Ich habe meine Ideale nicht aufgegeben, falls du das meinst. Eines ist gewiss. Wenn dieser Fluch noch länger andauert, wird Alkenfurt untergehen. Das weiß ich doch auch. Wenn niemand sonst etwas unternimmt, werde ich es tun. Hier würde es doch passen. Willst du gleich ein Anwesen bauen? Was denkst du denn? Natürlich, das Haus wird größer als das von Berghold. Mit einem eigenen Bad. Ja, und mit Arbeitszimmern für uns beide. Und woher nehmen wir das Geld? Willst du auch nach einer Goldader suchen? Ich verdiene es mit Feldern. Ich habe schon einige Einfälle. Oh, er träumt. Ich dachte, es wäre eine Erinnerung von damals. Wolfram, Theobald will mit dir sprechen. Boah, der Alte. Deine Hilfe, Wolfram. Der Wolf wurde schon wieder gesehen. Ich will nach ihm suchen. Ich helfe dir. Okay. Gutes Gespräch. Zeit für Schneegeräusche? Nee, doch nicht. Hast du nochmal drüber nachgedacht? Niemand... Boah! Nein, habe ich nicht. Niemand ist für dieses Amt besser geeignet als du. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich sehe doch, wie wichtig dir das Dorf ist. Du hättest dich zurückkommen brauchen. Du hättest dich in einer großen Stätte niederlassen können. Aber Alkenfurt liegt dir doch so sehr am Herzen, dass du es entbehrungsreiche Leben hier in Kauf nimmst. Du bist bereit, etwas für das Dorf zu tun. Es ist nicht zu übersehen, wie sehr dir Fluch und Schattenwolf Sorgen machen. Bin nicht so edelmütig, wie du denkst. Ich bin vor allem für mein eigenes Seelenheil zurückgekehrt. Nope. Ich will in Alkenfurt etwas Großes aufbauen und der Fluch steht im Weg. Ich bin vor allem wegen Arnett und meinen Eltern zurückgekommen. Das. Weißt du es denn, damals gegangen zu sein? Ja, natürlich. Ja, ein wenig schon. Wir sollten uns aufteilen. Nein, sollten wir nicht. Das denke ich auch.
Igitt. Das sieht aus, als wären wir es selber. Oh. Das ist die große Frage. Hätten wir das Schwert vielleicht doch genommen? Wenn. Könnten wir es nehmen? Ich will es nicht nehmen. Ich will aber wissen, ob ich es jetzt nehmen könnte. Ob mein Schwert ja gute Dienste geleistet hat. Okay. Er nimmt das Schwert nicht mit. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wenn mir andere Entscheidungen gefällt hätten, er jetzt zum Schwert gegriffen hätte. Wir haben aber ja so einen Menschen, Nebelmenschen mit Schwert im Wald gefunden. Ich denke schon, dass das irgendwie eine Anspielung auf Wolfram selbst ist. Und der Lust oder wie auch immer man es nennen möchte, dem er ausgesetzt war oder so. Es wird etwas Erland etwas gegen diese Geister unternimmt. Auf einmal, verdammt. Ich komme mich gar nicht mehr aus dem Haus. Nachher fällt mich einer der Geister an. Was ist denn nun? Was ist denn jetzt passiert gestern? Da sind wir wieder, ne? Leider hat auch Martin diesen Schatten gesehen. Das macht schon die Runde. Einige glauben, dass es Odilia in ihrer wahren Gestalt war. Die Stimmung im Dorf wird immer schlechter. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Odilia öfters allein in den Wald geht und sie scheint den Anschuldigungen gegenüber gleichgültig zu sein. Das beweist aber nicht ihre Schuld. Nein, das sehe ich auch so. Ich werde nochmal mit ihr reden. Die ist schon sass. Auf jeden Fall. Aber das ist doch schon wieder so offensichtlich, dass sie es ist, weil sie halt die Fremde ist. Hey Helmer, ich mal wieder. Was ist deine Frau? Ist du dir ja da? Nein, sie ist in den Wald gegangen, um nach diesem Schatz zu... Jawohl. Oh, come on, du lässt sie alleine in den Wald gehen, während alle denken, dass sie sowieso schon dafür verantwortlich ist. Aber vielleicht ist sie auch da, um einen Beweis für ihre Unschuld zu suchen. Das macht alles vielleicht nur noch schlimmer. Ich weiß. Habt ihr schon mal versucht, mit den anderen zu reden? Anfangs ja. Niemand hat mir zugehört. Verflucht seien sie alle! Wenn Odilia etwas weniger verschlossen sein würde, wenn jemand für Odilia bürgen würde, könnte das die Lage beruhigen. Ihr solltet das Dorf vielleicht lieber für eine Weile verlassen. Nein, come on. Wir halten zusammen. Aber wer würde das tun? Ich finde jemanden. Ich werde später nochmal wiederkommen. Anhält. Ich möchte zur alten Ruine gehen. Kommst du mit? Ich glaube, warum nicht? In dieser Ruine soll mal ein böser Zauberer gelebt haben, bis er von einem Helden erschlagen wurde. Glaubst du das etwa? Weiß nicht. Könnte doch sein. Ich würde gerne so leben. Du willst böse Zauberer erschlagen? Nein, aber durch das Land reisen, Abenteuer erleben und denen in Not helfen. Ein Hänfling wie du, der nicht mal einen Schmiedehammer heben kann? Du wirst schon sehen, was für Kräfte in mir stecken. Ich finde es so schön, dass diese Rückblenden nicht so quälend lang sind, sondern kurz, prägnant, aber trotzdem atmosphärisch. Du hast dich verändert. Ich bin reifer geworden. Meine Ideale von damals waren die Träume eines Kindes. Der Krieg hat einige Namen hinterlassen, die Narben, die man nicht sehen kann. Ich hoffe, dass ich eines Tages mein altes Selbst wiederfinde. Immer öfter wünsche ich mir die alten Zeiten zurück. Ich bereue wohl doch, dass ich gegangen bin. Peng! Damit tust du dir aber auch keinen Gefallen. Du solltest mit der Vergangenheit abschließen. Es ist kälter, als ich dachte. Wollen wir wieder zurückgehen? Ja, das ist mir auch lieber. Du solltest dich mit Tolva aussprechen. Ich weiß. Er will ja nicht mit mir reden. Das war eine sehr kurze Abschnitt hier oben. Habe ich den verkackt? Ich hätte mich mal etwas im Dorf umhören.
Ja, mit dem Alten mich keinen Bock. Ich weiß schon, was der redet will. Wir reden das mal. Toll war. Das wird doch, glaube ich, toll was Bude hier, oder? Das verschlossen Mist. Wer bist denn du? Berghold. Es wird Zeit, dass du etwas unternimmst, Erland. Dieser unsägliche Fluch hat sich schon außerhalb Alkenfurts herumgesprochen. Das ist der Händler. Ich brauche die Kundschaft aus den anderen Dörfern und meine Zulieferer bekommen auch schon kalte Füße. Gegen Geister bin ich leider machtlos. Was ist, wenn die Gerüchte wahr sind? Es gibt keinen Grund, ihnen zu glauben. Da bin ich anderer Meinung. Aber lass mir den Fluch mal außen vor. Ist es nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe im Dorf einkehrt? Daran brauchst du mich nicht zu erinnern. Okay. Die kehren auch einfach nicht darüber, dass ich direkt daneben stand. Die Tür ist zu hören, dass Arnett und Tolva miteinander reden. Okay. Man unternimmt endlich jemand etwas. Darauf kannst du lange warten. Die reden alle nur und tun nichts. Ich sag's dir, wir schmeißen die Fremden aus dem Dorf und wenn der Fluch aufhört, wissen wir, dass sie es war. Und wenn er nicht aufhört, dann war sie es eben nicht. Das gehört mich nicht. Bist du dabei? Weiß nicht. Erland würde das nicht gefallen. Na und? Er ist auch einer von denen, die keinen Finger rühren. Ich werde ihn nochmal darauf ansprechen und wenn er immer noch nichts gegen die Hexe unternimmt, werde ich das selbst in die Hand nehmen. Okay, die Stimmung ist echt nicht gut. Immer noch die Geschichte mit dem Blut. Es geht hier. Die beiden sprechen immer noch über das gleiche Thema. Ich soll wahrscheinlich erstmal mit jemand anders reden. Moment mal, mit denen habe ich doch gar nicht gesprochen. Warum kommt hier das? Die beiden sprechen immer noch über das gleiche Thema-Ding. Sie macht und gibt Theobald. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass da was buggy ist gerade. Dann die Eltern. Weil bei denen ist das Ausrufezeichen weggegangen und da kommt jetzt dieses, die reden immer noch über das gleiche Marker. Aber mit den anderen haben wir noch gar nicht gesprochen. Von dem Geist erzählt, mir läuft es gerade den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass auch er mich hätte angreifen können. Okay. Was geht denn rein? Das Haus stand schon vor 10 Jahren leer. Ist verschlossen. Come on. Sag mir was. Shit. Ich glaube, ich habe da ein Problem. Okay, wir laden dann mal, würde ich sagen. Okay, wir reden nochmal mit Hilma. Und danach speichern wir, maybe. So. Hier, mit dem Bürgen, das haben wir genommen. Könntest du mal in diesem Gespräch jetzt hier vielleicht anders entscheiden? Wenn ich schon mal neu laden musste, können wir das immer nutzen. Ich finde es halt immer blöd, wenn du als Soldat vom Krieg zurückkommst und die ganze Zeit immer nur vom Krieg laberst. Habe ich mich hier vorhin für die andere Wahl entschieden.
Bin reifer geworden. Wie nehmen wir das mit dem Reifen? Reifer werden, das hat... Mir haben sie aber gefallen. Du musst kein Held aus den Sagen sein, um Mitgefühl mit anderen zu haben. Okay, ganz klar. Es ist trotzdem das Gleiche. Ja, ich rede mit Talvor. Tolvar. So. Kann ich hier im Dorf umhören. Okay, so jetzt speichern wir mal da. Und ich rede mal gleich mit dem hier. Okay, jetzt kommt hier ein Gespräch. Ich habe auch vorhin halt mit dem Typen rechts gesprochen. Vielleicht ist das ein Spielproblem. Kannst du da so sicher sein? Nun, sicher bin ich mir nicht, aber es fällt mir schwerer, mir vorzustellen, dass Odilia hinter den Fluch steckt. Sie ist eine Fremde. Gewiss, doch das macht sie nicht verdächtig. Wir wissen nicht mal, ob ein Mensch für den Fluch verantwortlich ist. Womöglich ist es der Schatten selbst, der unser Dorf verflucht. Warum sollte er das tun? Warum sollte Odilia es tun? Warum sollte es ein Mensch tun? Wer immer es tut, muss eine tiefe Abneigung gegenüber Alkenfurt und seinen Bewohnern empfinden. Okay, jetzt klappern wir kurz die anderen noch ab. Die Dialoge kennen wir schon. Deshalb werde ich die hier nur kurz ein bisschen durchtackern. So. Hört auch keinen, dass ich direkt daneben stehe. So, jetzt geht's weiter. Geh erstmal wieder nach Hause. Okay, machen wir auch. Lass uns von Vater anmotzen und von der Mutter mästen, dann passt. Tierbeit hat große Stücke auf dich. Er würde dich gerne als seinen Nachfolger sehen. Ja, wir haben schon darüber gesprochen. Wäre ein achtbares Amt. Du könntest dein erlangtes Wissen für etwas Gutes einsetzen. Weißt, wie du weißt, muss eine Wache nicht nur das Dorf verteidigen können, sondern auch das Gesetz vertreten. Eine erfahrene Wache wäre für das Amt besser geeignet. Wie ich schon sagte, ich habe mir geschworen, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen. Mit Worten kann ich Alkenfurt nicht verteidigen. Noch ist Tierbeit als die Dorfwache. Ich werde darüber nachdenken, wenn er in den Ruhestand geht. Nein, wir sagen Vater nochmal ganz deutlich. Als ob du deine Waffe in so einem verschlafenen Dorf oft benutzen müsstest. Ich verstehe das nicht. Du hast sicher einige Menschen im Krieg getötet. Ja, du verstehst es wirklich nicht. Du bist wie ein Brotkanten. Ja, und das ist der Grund, weshalb ich es nie wieder tun will. Ich wollte mit dir über etwas anderes sprechen. Dir ist sicher nicht entgangen, wie angespannt die Lage im Dorf ist. Ja. Aber weder ich noch du können etwas daran ändern. Erland ist der Einzige, der ein Machtwort sprechen kann. Ich will nochmal mit Tolvar und Odilia reden. Okay, Tolvar, es geht. Arbeite, Wolfram. Arnhild hat mich darum gebeten, dass ich mit dir rede. Eigentlich geht es mir zwar um etwas anderes, aber sie hat recht. Wir sollten uns aussprechen. Gut. Aber ich mache das nur ihr zuliebe. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen, wenn wir uns gestritten haben. Hat Arnhild uns beides beiseite genommen und gesagt, dass wir uns versöhnen sollen. Wenn wir es nicht sofort getan haben, war sie beleidigt. Wir beide lagen ihr wirklich am Herzen und tun es immer noch. Aber nicht mehr so wie damals. Du hättest nicht gehen dürfen. Denkst du, es wäre andersherum besser gewesen? Was meinst du damit? Ich wusste, dass du Arnhild geliebt hast. Was soll's? Sie hat sich für dich entschieden. Das habe ich akzeptiert. Du hättest ihr damals sagen sollen, was du für sie empfindest. Ich weiß, dass ich sie verletzt habe, aber ich kann es leider nicht ungeschehen machen. Hätte ich gewusst, dass der Krieg ausbricht und ich 10 Jahre weg bin, hätte ich ihr nichts gesagt. Das. Ja, das ist es, was ich dir übel nehme. Arnhild hat darunter gelitten, dass du nicht hier warst. Und erst recht, als sie annehmen musste, dass du nicht mehr lebst. Das alles wäre nicht passiert, wenn du hier geblieben wärst. Denkst du, das weiß ich nicht? Ich habe darüber nachgedacht, ihr den Hof zu machen, aber ich wollte deinen Tod nicht ausnutzen. Dann kam Kai. Du wolltest mit mir eigentlich über etwas anderes reden. Ja, über deinen Vater. Du weißt wohl, dass er Odilia für den Fluch verantwortlich macht und sie geradezu verachtet. Ich bekomme das jeden Tag zu hören. Also deinen Vater nicht zur Vernunft bringen?
Wird schwierig. Erstmal stur. Ich verstehe nicht, warum er dir gegenüber so aggressiv ist. Liegt das nur im Fluch oder ist etwas vorgefallen? Es gibt keinen Grund, um dir zu verdächtigen. Sie hat nichts getan, was es recht wird. Das wissen wir nicht. Wir waren 10 Jahre nicht da. Wenn dein Vater Blut vergießen würde, hätte das Konsequenzen. Ganz gleich. Na, ist unten das hier. Nein, sie hat nichts getan. Die beiden haben noch nie miteinander gesprochen. Mein Vater kann Fremde einfach nicht ausstehen. Das haben wir gedacht. Ja, ist nichts Besseres zu tun? Nee, ich habe Besseres zu tun, als mit dir zu reden. So. Immer skaten. Jetzt mal noch Tag 3. Odilia ist nicht da. Ist sie im Wald? Ja, das ist sie. Aber deswegen ist sie keine Hexe, wie Alkenfurt, die Alkenfurt verflucht. Das wollte ich auch nicht sagen. Schau mal die Base. Es kotzt mich an, dass ich nichts tun kann. Ich kann den anderen den Unsinn nicht austreiben. Ich kann Odilia nicht von der Meute beschützen. Ich kann sie nicht davon überzeugen, nicht mehr ständig in den Wald zu gehen. Ich verstehe nicht, warum sie sich so wenig um ihr Leben schert. Als hätte sie keine Angst vor dem Tod. Zur Not werde ich Odilia beschützen. Ich glaube, dass Odilia mehr über den Fluch weiß, als sie zugibt. Das glaube ich wirklich. Ich überzeuge die anderen davon, Odilia in Frieden zu lassen, bis ich die Ursache des Fluchs gefunden habe. Na, ich bin mir ziemlich. Wir machen es mal. Also verdächtigst du sie auch. Ich habe nicht gesagt, dass sie schuld am Fluch ist. Das tut nichts zur Sache. Du wirfst ihr vor, dass sie uns etwas vorenthält. Das ist fast genauso schlimm. Sie ist so sass, Mann. Da kommt sie schon wieder. Ich muss nochmal mit dir reden. Folge mir. Ah nein, ich weiß, worüber du reden willst. Ich kann dir nicht sagen, woher der Fluch stammt. Und ich kann auch nicht beweisen, dass ich keine Hexe bin. Ein Versuch war es wert. Wow, das war so nichtssagend. Und wir gehen hier nochmal auf den Zeiger. Fürchte die anderen nicht. Boah, das macht es auch nur schlimmer. Odina sollte nicht mehr alleine in den Wald gehen, aber sie hört nicht auf mich. Also sie gibt sich größte Mühe, so verdächtig wie nur irgend möglich zu sein. Wie stellst du dir das vor, Wolfram? Ich kann niemanden in den Kerker werfen lassen, weil er etwas tun könnte, und Siegbrand ist nicht der Einzige, der Odilia misstraut. Ich darf nicht Partei ergreifen, bis es einen guten Grund dafür gibt. Also glaubst du auch den Gerüchten? Ich kann zumindest nicht ausschließen, dass Odilia hinter dem Fluch steckt. Nein! So wie du niemanden ausschließen kannst. Ach du Scheiße. Als Odilia kurz vor der Dämmerung aus dem Wald zurückkam, wurde sie von Siegbrand aufgelauert und erschlagen. Am nächsten Tag erfuhr Wolfram von seinem Vater, dass Hilmar das Dorf verlassen hatte. Uff. Ach ja, am dritten Tag ist das Ernten, dieses komische Winternachtsfest. Trotz des schrecklichen Vorfalls fand das Fest am Abend statt. Vor Alkenfurt blieb Odilia auch nach ihrem Tod nur eine Fremde. Ich werde mal mit den anderen reden. Was? Das finde ich ja jetzt hart drastisch, aber guckt euch an, wie krass es hier aussieht. Können wir nochmal. Speichern wir das erste. Oh, das ist so übel! Das ist so übel! Das ist unbefriedigend! Ich überlege gerade, habe ich schon überlegt, ob ich so probiere zu sagen, ja, ich werde Odilia verteidigen oder so, aber wir wollen ja nicht kämpfen. Wir machen einfach mal weiter. Geht hier an dem Tisch. Wusstest du, dass ich Feste nicht ausstehen kann? Nein, ich dachte, dass du gerne feierst. Von langer Zeit vielleicht immer, aber jetzt erinnern mich die Feste daran, wie vergänglich alles ist. Ich vermisse die alten Zeiten. Ja, das tue ich auch. Ich hätte dieses Unglück verhindern müssen. Ja, hättest du. Hätten wir das, wenn wir gesagt haben, jo, wir machen den Wächterjob? Solche Feste sind immer eine gute Gelegenheit, um alle Sorgen im Bier zu ertränken. Übertreib's nicht. Wer bist du, meine Mutter? Die Schmiede läuft nicht gut und das liegt nicht am Fluch. Er kommt schon in ein so abgelegenes Dorf.
Und nun sitzt der Alte auch noch im Kerker. Du weißt, dass du auf unsere Hilfe zählen kannst. Ich will aber niemanden zur Last fallen. Was soll's? Vielleicht reicht es ja, diesen Fluch zu brechen, damit alles besser wird. Ach, das war's schon. Und der ist tot. Wird gar nichts ändern. Ich bin mir sicher, dass sie nicht für den Fluch verantwortlich ist. Wer weiß, was noch passieren wird, wenn der Fluch anhält oder sogar schlimmer wird. So im Dorf stehen dunkle Zeiten bevor. Ich wünschte, ich könnte es vor diesem Schicksal bewahren, aber ich weiß nicht wie. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu warten und zu hoffen. Es gelang Wolfram nicht, die Ursache des Fluches zu finden. Der Fluch wurde immer schlimmer, bis die Bewohner von Alkenfurt ihre Heimat aufgeben mussten. Was? Was? Wirklich null Ahnung. Also so gar nicht, ne? Ich weiß jetzt auch nicht. Also das mit dem Wächter, das hätte ich mir vorstellen können, wenn wir halt dieses ganze ich fass die Waffe nie wieder an Ding nicht gemacht hätten, hätte man vielleicht, dass man dann schon Wächter gewesen wäre und das abends hätte verhindern können, dass Odilia erschlagen wird, weil die hat klar was damit zu tun. Also die ist jetzt nicht dafür verantwortlich unbedingt, also offensichtlich nicht, aber die hat klar Ahnung davon, auf jeden Fall. Oder wenn man halt Odilia bedingungslos vertraut hätte und zu ihm immer gesagt hat, ja, wir machen das. Ich hätte halt wirklich gedacht, dass wir noch irgendwie einen Bürgen finden im Dorf oder so. Ne? Oder dass wir selbst bürgen in irgendeiner Art und Weise. Das hätte man vielleicht mit dem ehrbaren Amt machen können. Weiß ich nicht. War sehr schwierig mit den Fragen, muss ich sagen. Vielen Dank fürs Spielen, vielen Dank fürs Spiel machen. Ich will eine Sache, würde ich noch gucken. Und zwar, die letzte Entscheidung, die wir getroffen haben, das laden wir jetzt gleich nochmal. Weil da habe ich echt gehadert mit mir gerade. Ob wir da irgendetwas hätten ändern können. Das letzte Gespräch mit Hilmar. Nee, das war's. Das ist eins vorher. Das ist jetzt nochmal das hier. Das ist ja noch recht viel, was jetzt kommt. Wir gehen nochmal rein jetzt, quatschen mit dem Vater. Also lass uns nochmal vollmotzen, dann gehen wir nochmal zu Tolva. Und dann müssen wir nach Hause, jawohl. Aber was haben wir sonst für einen Anlass? Was es noch hätte sein... Ah, shit! Ich weiß nicht, was ich gerade getippt habe, jetzt war ich zu schnell. Toll, und Odilia. Mist, noch eins. Ja, mit denen haben wir uns offensichtlich auch nicht ausgesprochen. Hältst du mich? Ich falle meinem Freund nicht in den Rücken. Du warst eben schneller. Außerdem hätte ich Ahn hätte damit keinen Gefallen getan. Darüber nachgedacht, ihr den Hof zu machen. Okay. Was reden ja über deinen Vater? Da. Schwierig. Es ist sehr viel Ablehnung, sehr viel Negativität, sehr viel Wut in all den Menschen. So, ich probiere hier zwar noch was anderes. Der ist nicht da, ist ziemlich weit. Na, ich wollte auch nicht sagen. Kurz mich an, dass ich nichts tun kann. Ist für den Tod. So, zur Not werde ich. Jetzt zeuge die anderen von das Odeon in Frieden zu lassen, bis die Ursache des Fluchs gefunden habe. Dafür bin ich dir dankbar. Mir fehlt nur der Glaube, dass es dir gelingt. Danke. Mir auch. Ich muss mal mit dir reden.
Ach, jetzt gehen wir da rein. Du hast das Dorf zumindest vorübergehend verlassen, bist in großer Gefahr. Du solltest auch an Hilmar denken. Er zeigt es zwar nicht offen, aber auch er leidet unter allem. Es muss doch einen Weg geben, den Fluch zu brechen. Fällt dir etwas ein, ganz gleich wie unbedeutend es ist? Ich glaube, sie aus dem Dorf ziehen zu lassen, ist nicht Sinn der Sache. Ich mache das. Kann mir nicht helfen. Das war's schon? Oh, wie unbefriedigend. Der Fluch wird anhalten, bis die Überreste zurückgebracht oder das Dorf zerstört wurden. Was für Überreste? Was für Überreste? Wolfram hinterfragt das. Was für Überreste? Das ist also immer das Gleiche. Ja, okay. Boah. Okay. Also sie haben offensichtlich falsche Entscheidungen getroffen. Oder halt die Entscheidungen zum Bad Ending getroffen oder so. Anders kann ich das hier gerade nicht einschätzen. Wir hätten wahrscheinlich von vornherein viel mehr auf Odilias Seite sein sollen und vielleicht halt auch nicht diese, jetzt können wir uns am nächsten Mal im Dorf umschauen, ne? Guck mal, wie cool das hier aussieht. Vielleicht nicht zu sehr auf Peacemaker gehen sollen, sondern hey, wir beschützen das Dorf schon und ich würde das Schwert vielleicht doch nehmen, dann hätten wir vielleicht Odilia beschützen können, wären aber weiterhin gehasst worden, weil wir weiterhin ein Mörder sind, irgendwas in die Richtung. Die roten Papierlaternen habe ich auf dem Markt von Silberringen gekauft. Die stammen angeblich aus den östlichen Ländern. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Exotisch sind die Laternen, aber ohne Zweifel. Das stimmt schon. Jetzt droppt sie am Ende einfach so irgendwas mit Überresten. Ich habe keine Ahnung, was für Überreste. Ich dachte gerade noch so, na, es gab ja diesen einen, den Kai, der getötet wurde von irgendwas. Vielleicht ist es ja den sein Geist, der dann noch irgendwie rumasselt. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich absolut gar keine Idee. Nur halt, ich finde, Odilia weiß halt irgendwas, aber sie hat es uns halt nicht gesagt. Ich fand, wir waren schon recht okay dabei. Wir haben probiert, einen Bürgen zu finden und so. Weiß ich nicht. Ihr könnt mir mal erzählen, was für ein Ende ihr hattet und ob ihr das befriedigender fand. Ich bin jetzt sehr traurig, weil ich irgendwie so ein Ende habe, wo ich überhaupt gar nichts weiß. Und ich finde auch die eine Stelle, wo wir in den Wald gehen, den Schatten sehen und dann ist die Szene einfach vorbei und wir reden nie wieder darüber. Das finde ich auch sehr schade, weil das wäre so eine, weiß ich nicht, das dachte ich so, oh, jetzt haben wir es gesehen, jetzt passiert was richtig Spannendes, weil der Rest ist irgendwie nur Interviewen von anderen Leuten, also wirklich nur reiner Dialog und dann passiert mal eine spannende Szene und dann wird weggeblendet und der reine Dialog geht weiter. Das fand ich ein bisschen schade. Also wenn wir es schon sehen, hätte ich mir ein bisschen mehr davon erhofft. Aber okay, ansonsten ist es das, was das Spiel versprochen hat. Das ist ein interaktiver Dialog. Wir haben durch das paar Mal Neuladen halt auch gesehen, dass sich die Dialoge auch geändert haben, je nachdem, was wir gesagt haben. Ich bin echt gespannt, wie viele Enden es in diesem Game gibt. Wir es vielleicht nochmal spielen, wir werden mal sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr idyllisch. Bestimmt nicht jedermanns Sache, weil es doch wirklich sehr viel Dialog und wenig Action ist. Aber dafür ist es von der Länge her sehr angenehm gewesen, muss ich sagen. Und auch eine interessante Geschichte. Nur halt, wie gesagt, wirklich sehr wenig Information. Weswegen es mir wirklich schwer gefallen ist, Entscheidungen zu treffen. Man muss halt von vornherein schon irgendwie mit einem Plan rangehen, welchen Weg man gehen will, glaube ich. Und ich denke, dann bieten sich hier noch richtig, richtig viele Möglichkeiten. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, wie ich beim Spielen. Und ich sag, bis zum nächsten Mal, euer Modo. Macht es gut.